Der Streik im deutschen Nahverkehr ist am frühen Freitagmorgen angelaufen. So wie hier in Bonn blieben bundesweit Busse und Bahnen in den Depots. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 90.000 Beschäftigte von über 130 kommunalen Unternehmen in Städten und Landkreisen, mit Ausnahme Bayerns, zum Arbeitskampf aufgerufen. In der Regel wird laut Verdi von Betriebsbeginn bis Betriebsende gestreikt, also bis 3 Uhr am Samstagmorgen. Örtlich kann es allerdings Ausnahmen geben. Mit dem Streik will Verdi Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Jeder Tarifbereich hat zwar eigenständige Forderungen, im Kern geht es aber überall um Themen wie weniger Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich, kürzere Schichten, die Verringerung unbezahlter Wegzeiten, ein Ausweiten der Ruhezeiten, mehr Urlaub oder zusätzliche Entlastungstage. Nur jetzt hat leider der Arbeitgeberverband eine Gegenforderung gestellt und die führt uns gefühlt ins Mittelalter zurück. Die möchten gerne auf freiwillige Basis eine 43-Stunden-Woche. Die wollen zusätzlich diesen Kündigungsschutz, den man nach 15 Jahren Zugehörigkeit hat, also wollen die fristlos streichen und noch andere Sachen. Und das ist, deswegen müssen wir leider streiken. Sonst hätten wir auch nicht gestreikt, ne? Laut Verdi hat die Belastung der Beschäftigten und die Personalnot immer mehr zugenommen. Aber das Problem ist, wenn man jetzt quasi statt einen Schritt nach vorne 10 Schritte zurück macht, dann habe ich nämlich Angst und wie alle anderen auch, dass nachher die Leute abwandern von uns, die wir jetzt noch haben. Statt neue zu gewinnen, werden wir eher Leute in anderen Bereichen dann verlieren. Und das wäre fatal. Anfang Dezember hatte Verdi die Tarifrunde eingeleitet und Forderungen in allen 16 Bundesländern überreicht.